Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal, wie ihr seht, Dogfighter. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch nicht in Deutschland da. Ich weiß auch nicht, ob und wann es nach Deutschland kommt. Mir wurde eine US-Version zur Verfügung gestellt vom Entwickler. Da möchte ich mich erstmal ganz recht herzlich bedanken dafür und ja, wir gucken da mal rein, wie es ist. Es sah ganz cool aus, also ist jetzt keine Grafikbombe oder so. Wird auch natürlich nicht deutsch sein, weil dafür gibt es auch keine Abzugspunkte jetzt oder so, weil ich weiß, auf was ich mich einlasse, weil es ein englisches Spiel ist. Wie gesagt, aus dem US-Store. Ich bin auch gerade auf meinem US-Konto. Da seht ihr zum Beispiel. Selbst Subtitel haben wir halt nicht mit bei. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir den Sound hier noch. Also ich kann auch leider jetzt nicht den Controller irgendwie, den Lautsprecher darin ausschalten. Aber egal. Hoffen wir, dass er dann irgendwann noch nach Deutschland kommt. Ich wüsste auch jetzt nicht, aus welchem Grund das jetzt nicht nach Deutschland kommen sollte, weil das ist kein verbotenes Spiel, ist kein rechtes Spiel. Davon habe ich noch nicht genug. US-Dollar, nein, okay, naja, dann da gucken wir später dann mal rein. Sieht ja doch cooler aus als ich dachte, die Grafik. Ja, ich kriege hier die ganze Zeit Dogfighter-Punkte, aber irgendwo taucht hier nirgendwo auf. Also, hört ihr das? Ach, jetzt hat er das mal dazu genommen, okay. Wir müssen mal gucken. Ich würde denn doch gerne mal gucken, was war das bei Einstellung, vielleicht den Controller. Battle BNG, also denke ich mal, wird der Battle Sound sein, aber wir haben hier keine Möglichkeit.
das irgendwie zu deaktivieren. Was ist ja. Achso, was ist ja Multiplayer? Ich wollte gar nicht im Multiplayer rein. Ich wollte eigentlich nur online, normal. Muss man hier Multiplayer machen? So, geh nochmal raus. So, das ist noch abgeschlossen, also müssen wir wohl in Multiplayer rein. Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Fünf, 110, 110. Also es scheint eine deutsche Maschine. Ah ja, Messerschmied, das ist eine deutsche. Können wir uns ja mal angucken. Okay. Wir machen mal Battle Royale und wir machen mal erstmal ein Tutorial. Damit wir so ein bisschen die Steuerung auch hinkriegen. Also die Zwischensequenzen finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Oh, Scheiße! Ups. Da war ich wohl vom Steuern ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich muss mir das doch einstellen, das hoch. Nach unten drücken, hoch ist dann also. Gut, da sage ich jetzt mal lieber nichts dazu. Gerade in dem Augenblick, wenn die Musik anfängt und das Spiel richtig losgeht. Schöner Crash. Oh Gott, ich bin zu blöd zum Fliegen, ey. Oh, da sind welche. Na doch, ich habe nur mit der Steuerung ein bisschen Probleme. Ich muss das umstellen. Da.
Ernährung muss ich echt ändern. Mist. Ach Gott. Also ich war früher eigentlich immer ein Freund davon, wenn das hoch hoch ist und runter runter, aber... Hier hin. Oh, scheiße, 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 Mist. Ach Mensch. Da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden, drunter oder drüber. Da war ich ein bisschen zu lahmarschig. Und zaghaft. Ah, die Musik finde ich ganz geil. Die hört sich ganz gut an. Ich habe übrigens die Steuerung jetzt umgestellt. Ja, habt ihr das gesehen? Denn der hin? Ah, okay, cool. Jetzt kriegen wir den kleinen Pisser. Mal ein Blatt. Da ist er. Weil mit den großen Häusern, da kommt ihr nicht ganz hin. Das ist nicht detailliert. Also nicht detailtreu. Okay, einmal habe ich einen habe ich besiegt. Take down the enemy. Noch so ein kleiner Pisser, den kriegen wir auch noch. Wo ist er hin? Ah, der qualmt schon. Ah, der war knapp. Ich
der explodiert gleich. Den haben wir gleich. Halt, falsche Richtung. Da ist er, da ist er. Der kleine Schmierlappen, ich mach mal platt, Alter. Schmierlack mal hin. Oh Gott. Wieso ist nicht. Achso, ich hab's hier noch nicht eingestellt. Ich wollte schon mal sagen, warum ist das hier weiß? Ich hab's noch nicht. Auf dem US-Konto hab ich's nicht in schwarz. Komm, 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 komm. Du brennst, mein Freund, du bist gleich tot. Kleiner Schmierlappen. Wo ist er hin? Da. Wie lange braucht der denn noch, bis der explodiert? Sieht ja schon kaum noch was. Wo ist er hin? Da drüben. Hat er sich geheilt oder so? Kleine Schmierlappen in mir, die Sau, die. Alter, die mach ich platt. Ich
der ist weg. Er hat sich aber auch ständig verbessert, ey. Also wieder geheilt. Mein Akku ist voll. Ich habe vom Mittagessen heute voll Sodbrennen, ey. So. Ich hatte jetzt, welchen hatte ich denn jetzt? Der hier war, glaube ich. Oder? Nee. Der hier, der ist nicht so gut gewesen. Jetzt nehmen wir den. Achso, jetzt können wir uns die Feinde aussuchen. Wenn man das jetzt noch auf Deutsch hätte, wäre bestimmt richtig cool. Weil dann würde man auch verstehen, was die von ihm wollen. Aber wir haben eine große Map jetzt. Oh, die Musik ist geil. Und komm, ich krieg ja nicht wegen der Musik Content-ID, ey. Ganz gut. So, wir wollen nicht return to lobby, wir wollen. Starten. Gucken, wie es wird. Position C3. Na, vielleicht ist noch Dach A2 besser, wenn wir von oben vom Meer aus kommen. Oh, ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Die Musik kommt cool. Kamera nicht zufrieden. Ich muss meine Kamera noch mal zusätzlich einstellen. Oh!
hin? Der hat doch gerade auf mich geschossen. Das ist ein Luftschiff. Da müssen wir durchfliegen, um zu tanken. Okay. Schlimm mit Zielen, das ist ja noch schlimmer hier, ey. Zone kommt. Hier gibt es auch eine Zone. Rang 29. Wenn jetzt Rang 29 und der letzte Rang wäre, wäre ein bisschen doof. Oh Gott. Die war gar nicht mal so schlecht, aber... Ich versuche jetzt mal die Messerschmidt. Okay. Gott, braucht man da viele Punkte, ey. Ich schaue, dass kein Schwarz mit bei ist. Das? Oh, das ist die Tarnfarbe, die haben wir hier auch sogar, oder was? Oh, cool. Kannst du es ja komplett ankicken.
auch nicht schlecht, so schwarz-weiß und so. Was haben wir hier noch? Grau, naja. Schwarz sieht natürlich geil aus. Oh, hier mit einem Einhorn? Ich würde gerne mal wissen, nee, ein Pferd ist das. Ich würde gerne mal wissen, was das auf sich hat mit dieser 88 und dem Pferd. Ist das irgendwie eine Footballmannschaft oder irgendwas? PS1. Nee. P51 Mustangs Edition. Wüsste ich jetzt nicht, also vielleicht könnt ihr mir ja da helfen oder so, aber ist das jetzt Gunfighter? Ist das jetzt P51? Ist das dann irgendwie. Oder eine Gruppe in Dogfighters? Das kann es natürlich auch sein. Oh, das sieht. Oh, sieht das scharf aus. Leute, da kannst du ja so durchkicken. Leck mich um Wurscht, das sieht ja richtig scharf aus hier. Geil. Aber wir gucken mal bei der Black Edition. Ich finde schwarz sowieso immer schöner. Oh ja. Oh, das sieht schick aus. Oh ja, 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 ja. Das sieht sehr, sehr schick aus. Oh. Das sieht sehr schick aus. Ich habe noch ein Blau. Das muss eine Footballmannschaft oder irgendwas sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe 9.000. Achso, das ist nur wegen dem Bild. Ich habe es nicht echt. Oh, schade. Ich habe schon gedacht, oh geil, kann ich mir ein bisschen austoben. Oh, ich hätte gerne das Schwarze, ich hätte gerne die Tarnfarbe, ich hätte aber auch gerne das Schwarz-Blaue hier. Und das Schwarz-Blaue will ich mir noch angucken. Ne, das hatten wir uns schon angeguckt. Oh Gott, hier sind so coole Sachen. So, was haben wir hier? Deckels. Den kannst du sehr anpassen. Sehr geil. Halt. Was haben wir hier noch? Wir nehmen mal kurz. Oh, hier ist Deutschland mit bei. So, ja. Es sind an der Seite irgendwelche Sachen. Achso, das sind die Seitengeschütze oder so. Oh, da kannst du das Ding ja komplett anpassen, ey. Sind für die DF-Coins, also für die Dogfighter-Coins. Dogfighter-Points. Ach so, die kann ich nur kaufen für die Dogfighter-Points. Gehen wir mal einfach auf das hier rauf. Hab ich ja nicht. Okay. Kann ich mir kaufen oder was? Airpass. Dogfighter Points. Ja, da krieg ich 1000 Stück gerade mal, da krieg ich nicht mal eine Lackierung für 9 Euro. Alter, das sind aber auch heftige Preise, ey. So, wir machen nochmal mit der neuen Maschine in Kampf und dann würde ich sagen, dann wartet aber auch. Starte ich mal hier oben. Oh, die Wartezeit ist immer doof. Dass die so lang ist. 23 Spieler sind es auf jeden Fall schon mal. 24.
Ich wüsste auch jetzt nicht, warum das Spiel noch nicht nach Deutschland kommt. Vielleicht haben sie es noch nicht in Deutsch übersetzt oder so, mit den Untertiteln oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil ich finde das nicht schlimm. Also ich sehe jetzt hier nichts Schlimmes dran. Ich kann mal ran hier zoomen. Müssen wir die Kamera noch ein Stück höher machen. So sieht das schicker aus. Jetzt rauszoomen. Ja, sieht man auch alles. Ah, die Musik ist mega geil. Ich werde es gleich mal mit meinem deutschen Account starten und dann mal gucken, ob ich im Shop dann trotzdem noch was kaufen kann. Ob da denn immer noch US-Dollar steht oder sowas. So, und jetzt los jetzt. Ich habe auch da das L für Lehrling. Schießt ihn auf mich. Ich sammle erstmal ein bisschen Zeug ein. Okay, gegen Bomber habe ich keine Chance. Oh, fuck, ey. Also gegen Bomber habe ich nur Chance. Ist ja schade. Aber wieso ist denn hier das hier noch nicht frei? Das ist in der Mitte. Haben wir nur einen Multiplayer oder auch irgendwie Story oder irgendwas? Also so wie es aussieht, haben wir hier nur Multiplayer und Optionen. Ich denke mal, dass es in der Mitte vielleicht ein Einzelplayer oder ein Koop oder Quatsch, in Story-Modus vielleicht sogar sein könnte. Glaube ich, naja, Story glaube ich nicht. Da ich kein Englisch kann, kann ich euch das leider nicht verraten. Aber es macht echt Spaß. Also, und der Sound ist geil. Die Preise sind richtig fett, aber es macht Spaß. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht nach Deutschland kommt. Ich habe es, wie gesagt, im US-Store mir geholt, beziehungsweise bekommen. Und geholt aus dem US-Store, logischerweise, habe einen K gekriegt und dann im US-Store eingelöst. Wann es nach Deutschland, ob es nach Deutschland kommt,
Das kann ich euch nicht sagen. Eigentlich sollte es nach Deutschland kommen. Eigentlich sollte es in Deutschland schon längst da sein. Keine Ahnung. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Achso, ich werde das Video nicht rendern, Intro, Outro oder irgendwas machen. Ich lade so hoch, wie ich sie gespielt habe in 4K, weil ich auf der PS4 Pro gespielt habe. HDR ist hier bei dem Spiel nicht vorhanden. Ich kann nochmal nachgucken. HDR ist aus. Das, weil YouTube rendert das sowieso nochmal, macht es ein bisschen kleiner für die Server und so. Aber dass ihr so dicht wie möglich an dem Erlebnis dran seid, was ich hier vor mir habe. So, aber jetzt wirklich bin ich weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin.